Fett, Zucker, was ist davon schlimmer für die Gewichtsabnahme? Ihr Lieben, Fett oder Zucker, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Was ist wichtiger? Kalorien zählen im Zusammenhang, also vorsichtiger bei Fett sein, oder muss ich auf den Zucker aufpassen, der im Essen ist? Ich berichte von einem echten Patientenfall, nämlich mit der Frage Zucker und Fett. Ich, Rose Fröhlich, die Assistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Bin die Rose Fröhlich. Genau. Oh, Leute, wenn man immer das Gleiche sagt, ne, ist man auch irgendwie, ja, besonders. Okay, kommen wir zurück zum Patientenfall. Also, ihr Lieben, schreibt mir in die Kommentare. Und die Fragestellung von den Patienten ist gewesen, was ist jetzt eigentlich wichtiger, Zucker oder Fett? Es ist so, fangen wir mit dem Fett an. Das Fett ist ja immer das, was wir kennen, wenn von Butter, Margarine oder von Öl geredet wird. Und da müssen wir als erstes sagen, wir ein bisschen gucken hier, dass wir das Öl, was wir haben, gesunde Fette drin sind. Das heißt, das Öl, ein, zwei Esslöffel täglich, solltet ihr immer im Essen haben und zwar aus der Flasche in die Mahlzeit, damit es aus der Flasche indirekt aufgenommen wird, weil dann die guten Fettsäuren drin sind. Die Fragestellung Butter-Margarine kann man gerne machen. Da gibt es keine Diskussion mehr. 80% Fett bei Butter und 75% Fett bei Margarine. Und da sind die Studien mittlerweile gleich. Ob ihr Butter oder Margarine esst, ist eure Entscheidung. Ja? Also das schon mal zum Fett. Wenn wir das Fett allerdings in den, jetzt muss ich einmal gucken. Jetzt wollte ich euch das gleich zeigen und schwupps geht es nicht so schnell. Wenn ich das Fett zum Beispiel in Hackfleisch habe, ne, was ja eventuell auch noch paniert ist oder mit Soße zusammen, dann habe ich in dem Fett ja den Hackanteil und da habe ich natürlich häufig auch einen Fettanteil oder bei Wurstwaren. Jetzt ist es so, dass der Fettanteil, ja, er liefert Kalorien, das stimmt und steht außer Frage. Es ist aber so, wenn man den Fettanteil einbaut, macht er einen guten Sättigungseffekt. Das gilt ja auch für Fett im Käse. Und an der Stelle habt ihr die Möglichkeit, dass ihr nicht, dass ihr, wer es noch nicht kennt, ist die Bauchspeicheldrüse. Das ist die Niere, Darm, Bauchspeicheldrüse und Gefäße, Gallengefäße. Die Bauchspeicheldrüse produziert hier in diesen bläulichen Zellen, um das zu verstehen, das ist die ganze Bauchspeicheldrüse, das Insulin. Und das Insulin wird nicht bei Fett benötigt. Das heißt, wenn ich eine höhere Fettstufe habe oder Lebensmittel esse, die mehr Fett enthalten, dann haben wir an der Stelle sozusagen nicht die Problematik, dass wir hier eine Insulinausschüttung haben. Das heißt, die Insulinausschüttung, wenn sie denn kommt, ist sie in der Regel immer dann, wenn wir Zucker haben. Ach, so, wenn wir Zucker haben. Das heißt, beim Zucker ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin herstellt und der Zucker ja nachher in der Blutbahn landet aus der Mahlzeit, aus den Kohlenhydraten. Und in diesem Falle wäre die Antwort, dass der Zucker, wenn er einen Insulin- und einen Zuckeranstieg macht, der Insulinanstieg durch den Zucker führt immer dazu, dass weniger Fett, also Körperfett, abgebaut wird. Das heißt, der Zucker ist am Ende entscheidender für die Gewichtsabnahme als das Fett, ihr Lieben. So, ja. Also passt ein bisschen auf. Natürlich kann man auch etwas magerer zwischendurch essen, gesunde Mischung, aber vorrangiger ist immer der Zucker wegen des Insulinspiegels, weil der Insulinspiegel hemmt am Ende den Fettabbau im Körper. Also ihr Lieben, ja, jetzt habt ihr wieder was dazugelernt. Denkt dran, abonnieren plus weg, je nachdem, wo ihr mit mir unterwegs seid. Habt ihr Fragen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr Wünsche, habt ihr Probleme? Ich freue mich auf eure Kommentare und schon mal ganz lieben Dank für euren Support.